Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, in der letzten Folge sind wir in die Karawane reingegangen. Karawanerei oder so heißt das. Haben Al-Hul besiegt und heute gehen wir wieder nach Hause. Das ist unser Auftrag, aber ich möchte gerne noch den Aussichtspunkt, den hier, den Aussichtspunkt möchte ich gerne noch mitnehmen und dann gehen wir nach Hause und versuchen, Nihal ausfindig zu machen. Bin sehr gespannt. Zeig dich. Ich weiß, dass du hier bist. Und falls wir Bilder unterwegs finden, also diese Wanted-Bilder, dann werden wir die abreißen. Das ist mir nämlich wichtig, dass man hier so einen Aussichtspunkt hat. Da hat man mehr von der Karte und man kann sich wieder hier schnell reisen zu dem Punkt. Oh, wie schön. Das ist echt schön mit diesem Rad und alles. Ali, ich hoffe doch, Meisterin Roshan und du konntet Oh, euch einigen. Wusste ich gar Diese nicht, dass Frau Ali hier ist ist. Unglaublich stur. Aber ja, wir sind Verbündete, die meinen und die deinen. Wie ich höre, gibt es in diesen Landen eine Plage weniger. Die Gerechtigkeit hat Al-Ghul eingeholt. Und den Rest bald auch. Du sprichst mit ungekünstelter Ehrlichkeit, Leidenschaft. Du wärst ein guter Aufständischer. Und du ein schrecklicher Verborgener. Ha! Wohin führt euch euer Kampf? Wenn irgendein Teil von Bagdad unserer Aufmerksamkeit bedarf, ist es Asharkiya. Dort wimmelt es von Ungeziefer. Und nun haben wir die Mittel, etwas dagegen zu tun. Ich gehe davon aus, dass unsere Wege sich wieder kreuzen. Ich auch, Basim. Ich auch. Cooler Zufall auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht, dass wir Ali hier treffen. So, Reittier, komm ran. Geht jetzt nämlich nach Hause. Nacht- und Nebelaktion. Quest heißt alte Wunden suchen nach Suche zu Hause nach Nihal. Oh, sieht so wunderschön aus, ne? Ich werde nicht urteilen. Könnt ihr auch mal den Filter reinmachen, ne? So schnell Nacht? Das ist schon wieder Tag oder was? Oder war es gar nicht Nacht? Okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Sieht aus, als wenn es dunkel ist. Ja, ist es ja auch. Aber da ist die Sonne. Ja, okay. Merkwürdig. Ja.
Nächstes Mal, wenn ich so ein Pferdesymbol-Kopf sehe, muss ich da mal hingehen. Vielleicht kann man sich halt wirklich ein Pferd kaufen, das ein bisschen halt schneller ist, ne? Als das Kamel. Obwohl. Ich habe doch ein Kamel als Reittier, oder nicht? Also mit einem anderen Skin? Nee. Wahrscheinlich kann man den vielleicht bei diesem Pferdesymbolkopf den Skin wechseln. Ich habe ja die Deluxe Edition und davon halt den Prince of Persia Set. Du da! Wo ist dein Problem? Wir haben ein Landtum aus dem Rekord. Schön, dich zu sehen. Sei willkommen, Said. Was hast du da? Sieh dir meine Auslage an. Hast du, was du brauchst? Ja, ich nehme mal die DLC-Sachen. Ich sollte mal weiter. Geld? Dann auf bald. So, ich würde da gerne reingehen, aber ich glaube, ich darf nicht, ne? Ich glaube, das ist mir verwehrt. Oder? Die suchen also nach mir. Al-Anbar. Wie lange ist es her? So, ich glaube, 3-4 Folgen. Waren wir das letzte Mal hier. Und jetzt holen wir uns mal den Aussichtsturm, damit wir hier ein bisschen was erkundschaftet haben. Ich finde das auch schön gemacht mit den Rosen, beziehungsweise mit den Ranken, dass sie das hier markieren sozusagen. Sieht echt cool aus. So, Al-Anbar. Was ist das? Kann man hier was klauen? Die Griechen sind gerissen. Hallo. Schön, dich zu sehen. Zeigst du mir deine Waren? Bitte, sieh dich gründlich um. Nur die beste Handwerkskunst. Okay. Das ist, sonst noch etwas? Ein Ladenbesitzer, da müssen wir uns auch drum kümmern. Wir müssen Aufträge machen, Bruderschaftshaus. Das wird aber, glaube ich, eine... Könnte man in der nächsten Folge machen, tatsächlich. Hier sind wir damals geflüchtet.
gucken wir mal, ob Nihal da ist. Basim? Du bist es wirklich? Nihal. Ich... Sag nichts, Sadiki. Es tut mir so leid wie dir. Ich habe dir so viel zu erzählen. Und ich dir. Wir werden einander eine Audienz gewähren. Doch zuerst muss ich etwas wissen. Ja. Warum bist du wie ein Bauer gekleidet? Vielleicht habe ich dir weniger zu erzählen, als ich dachte. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie die Zeit ohne mich für dich war. Und du? Du lebst doch hoffentlich nicht hier, oder? Weniger leben, mehr arbeiten. Woran? Woher kenne ich das? Du hast es gesehen. Auf diesem Ding aus dem Winterpalast. Ich habe versucht, mich an alle Besonderheiten zu erinnern. Du hast dich die ganze Zeit mit diesem Zeichen beschäftigt? Warum? Weil auch ich es schon einmal sah. Ich weiß nicht mehr wo oder wann. Nur, dass ich es kenne. Was es auch sein mag, es ruft nach mir. Ich habe vor, sein Geheimnis zu lüften. Und du solltest das auch. Ja, aber natürlich ruft die Pflicht. Hör schon auf. Ich werde es im Kopf behalten, wenn du dann mehr Zeit außerhalb dieser muffigen Mauern verbringst als dahinter. Du sorgst dich wirklich um jeden, oder, Basim? Wir sehen uns dann. Der Orden der Ältesten ist noch längst nicht besiegt. Meisterin Roshan brütet sicherlich schon einen Plan aus, um sie auszumerzen. Und vielleicht sollte ich mich etwas genauer mit Nihals Besessenheit beschäftigen. Wie es scheint, versucht Nihal herauszufinden, wo sich eine geheime Kammer befindet. Jo, ich denke mal, das werden wir auch antreten. Jo, das haben wir erfüllt. Was ist denn das? What is the mean? Verfolgen, haben wir es nicht gefunden. Okay. Dort befinde sich nördlich der Dünen von Dur. Okay. Ich würde sagen, wir machen das da mal, so ein Rätsel. Die Person sieht verdächtig aus. Das sehe ich mir mal an. Welche Person? Ach, die, okay. Hey! Jetzt bezahlst du! Gut! Halt die Deckung um! Luther! Elender Feigling! Weiter Druck machen! Verstanden! Für die Würmer! Da bist du ja! Ja, hörst du? Zu langsam! Ja, schöner Treffer! Gleich stirbst du! Bleib bei der Sache! Ist gut. Mach den Wüstenlux. Verstanden! Geh dicht, Kurz. Liegt dir nicht. Ich kann das schaffen. Nein. Komm schon! Okay, es war zu viel, ich wusste gar nicht, also es war wahrscheinlich ein Rätsel, also nichts mit der Mission zu tun wahrscheinlich. Okay. Da, ein Mitglied von Adiab, dem sollte ich nachgehen.
عليك. سأريك طريقة صنع سوار. إنها مملة جدا، لكن يمكنني التعلم في منزله على الأقل. So, theoretisch hat er das ja jetzt nicht gesehen. Und wir könnten theoretisch jetzt ihn töten. Hey, lass das, du! Ja. Ach, schlechter Moment. Ein Moment. Dein Schöpfer! Ja! Ja! Puh. Jetzt machst du dir ein Hemd, hä? Selbst eine kleine Scherbe. Doch sie liegt unerwartet schwer in der Hand. Was kann das sein? Kann ich nicht sagen, was das sein kann. Die klettern mir jetzt hinterher, ne? Ja. Das sollte klappen. Anta, Kuff! Oh, ist das blöd. Halt! Stell dich! Nördlich der Dünen von Durdings. Aber hier stehen keine Namen leider, ne? Das ist blöd. Wildnis. Finde die versteckte Stätte. Wahrscheinlich hier. Kann das sein? Ich entdeck das mal einfach. Ich gehe einfach meinen eigenen Weg. Die Kartenmarkierung ist nicht so geil gemacht, ja. Oh nice. Die können noch schwimmen, die Pferde. Ziemlich cool. Richtig, das war richtig hier. Ja. Hier ist die versteckte Stätte. Geh auf Erkundungs. Ach, wie nice, ne, mit dem Sand und so. Schon cool gemacht. Okay, ja. Aber irgendwie zählt das noch nicht als gefunden. Schöner Gestein, ne, was das hier ist. Nicht schlecht.
glaube, hier müssen wir rein. Okay, ich versuch's mal, ein bisschen zu schleichen. Was? Das finde ich blöd. Warum hat sich das jetzt nicht gespeichert? Das ist richtig blöd. Ja. Das ist richtig beknackt. Jetzt komme ich auch hier nirgends mehr hoch, wa? Bestimmt nicht mehr. Nee. Nee, nee, nee. Oh, ist das nervig. Dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge von Assassin's Creed Mirage. Und in der nächsten Folge infiltrieren wir die Höhle unten.